Herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo Parkside Lidl Werkzeuge. Heute mal ein etwas anderer Hintergrund. Ich bin heute nicht draußen in meiner Werkstatt. Heute mal aus dem Büro, denn es geht heute nicht um grobes Werkzeug für die Werkstatt. Es geht heute mal um eine etwas feinere Geschichte. Eine digitale Lötstation von Parkside namens PLSD 48B2. PLSD vermutlich Parkside Lötstation Digital. Was die 48 bedeutet, weiß ich nicht. B2 ist einfach die Ausgabe 2, denn die A1, die gibt es schon länger. Die kann man auch im Internet angucken. Das Produkt ist die Woche seit heute früh im Angebot und wurde auch in den Prospekten beworben. Ich war dann um 8:30 beim Lidl und ja gut, 8:30 ist halt mal nicht 8. Und somit stand ich vorm leeren Regal, oben schönes Schild, digitale Lötstation 1999 und drunter gähnende Leere. Weil ich das Glück habe, dass ich in der näheren Umgebung an sich drei Lidl habe, habe ich mich halt in mein Twizy gesetzt und bin losgefahren zum nächsten Lidl und fand dort ein, ja, nix. Nicht mal mehr das Schild. Hab dann Gott sei Dank hier so einen Lidl-Mitarbeiter laufen sehen und sagen Sie mal, sind die Lötkolben bei Ihnen auch schon ausverkauft? Nee, sagt er, die sind nicht im Verkauf, die wurden zurückgezogen. Und das hier ist einfach die leere Schachtel von der Flex. Ich habe mir nur draufgeschrieben gehabt, wie der Lötkolben heißt. Und das hier ist die Information, wie Lidl seine Kunden informiert, denn online ist das Produkt jetzt einfach verschwunden. Also da steht nicht irgendwie aus technischen Gründen zurückgezogen oder kommt wieder oder was auch immer. Es ist einfach so gut, als wäre es nie da gewesen. Finde ich einfach ein bisschen unter aller Kanone, mit Kunden so umzugehen. Aber gut, wenn es so ist, ist es so. Jetzt schauen wir halt einmal, wie man oder wann das Produkt wiederkommt. Ich vermute halt, dass er irgendein elektrisches Problem oder was gehabt hat und dass man ihn deswegen zurückgezogen hat. Ja, so viel zur digitalen Lötstation, die es nicht gibt. Was ich euch für einen kleinen Hinweis geben kann, aber da mache ich noch ein eigenes Video dazu, wenn Produkte aus dem Katalog nicht lieferbar sind, kann man sich an der Kasse einen Bon geben lassen, um das Produkt online nachzubestellen, was jetzt in dem Fall natürlich auch nicht geht, weil es einfach nicht da ist. Wenn ihr irgendwann mal vor einem leeren Regal steht und habt dafür irgendwas gefreut und das Ding ist online noch verfügbar, geht an die Kasse, lasst euch so ein Zettel ausdrucken, da ist ein Gutscheincode drauf und mit dem Gutscheincode könnt ihr versandkostenfrei im Lidl Online-Shop bestellen. Aber wie gesagt, ich mache da noch ein eigenes kleines Video dazu. Ja, tut mir leid, so viel zur digitalen Lötstation, das ist sie. Sie ist nicht da, warum, weiß der liebe Gott. Information gleich null, online hat sie sich in Luft aufgelöst. Das war mal nix. Ciao.